Sehr geehrter Herr Senator, lieber Herr Tjax, lieber Herr Hamer, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, liebe Gäste, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen bei Hey Mobility Hamburg 2024. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Ihnen in den kommenden zwei Tagen einen Blick auf die Mobilitätslösungen der Zukunft werfen zu können. Heute und morgen wird Hey Mobility Hamburg in seiner bereits vierten Auflage stattfinden, live und mit interessierten Besucherinnen und Besuchern hier vor Ort in der Handelskammer Hamburg. Unsere Partnerunternehmen haben auf dem Adolfsplatz, vor der Handelskammer und rund um uns hier herum, in den beiden Sälen hinter Ihnen und hier, Ausstellungen aufgebaut, bei der innovative Fahrzeuge, neuartige Mobilitätslösungen und nachhaltige Logistikkonzepte präsentiert werden. Es ist eine Veranstaltung auch zum Anfassen. Ich habe mich eben schon informiert und bin sehr ehrlich gesagt sehr begeistert von dem, was hier heute wieder zu sehen ist. Probieren Sie also alles aus, machen Sie eine Testfahrt und hören Sie sich die inspirierenden Vorträge an. Verehrte Gäste, bei unserer Strategie Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon, ist Mobilität natürlich eine entscheidende Frage, eingebettet in das alles überstrahlende Kernthema des Klimawandels. Anfang des Jahres haben wir auf unserer internationalen Hamburger Klimakonferenz gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem OECD-Generalsekretär Takeuchi aufgezeigt, mit welchen konkreten Maßnahmen eine klimaneutrale Wirtschaft in Hamburg bereits 2040 erreicht werden kann. Oder sage ich lieber, könnte. Eine der wichtigsten Stellschrauben hierfür ist, von uns allen hier im Raum schon lange bewusst, der Verkehrssektor. Ohne ihn wird die Transformation zur Klimaneutralität nicht gelingen. Ohne ihn werden wir auch unsere heutige Lebensqualität nicht aufrechterhalten können. Und ohne ihn können die benötigten klimaneutralen Maschinen und Fahrzeuge nicht geliefert werden. Doch um an dieser Stellschraube wirklich drehen zu können, haben wir noch viel zu tun. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen mehr elektrifizieren, mehr auf alternative Kraftstoffe setzen und neue Wege beim ÖPNV gehen. Hierfür gilt es, die Innovationskraft der Unternehmen, ich sag mal, zu entfesseln und aber auch zu unterstützen. Der Staat und die Stadt Hamburg müssen den notwendigen Rahmen hierfür schaffen, Innovationen zulassen, sie erproben und ihre Skalierung ermöglichen. Denn wenn eine Zukunft mit lautlosen, klimaneutralen Fahrzeugen, wenn wir das wollen, müssen wir den Unternehmen die Möglichkeit geben, diese auch zur Verfügung zu stellen. Und Innovationen sind ein Prozess. Es muss viel erforscht und viel ausprobiert werden. Und dann erst können wir alle davon profitieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Teststrecke für eine Magnetschwebebahn zum Volksparkstadion? Sie alle, wenn Sie jemals ein Fußballspiel des HSV besucht haben, wissen, welches Chaos es jedes Mal in Stellingen ist, wenn man da in den Bus steigen muss und wenn man dann unter Mühen oder zu Fuß da durchläuft. Das ist für, und das bestätigt die Polizei jedes Mal, ein hohes Risiko, was da passiert. Eine Teststrecke, eine Magnetschwebebahn von Stellingen zum Volksparkstadion hätten wir sogar beinahe gekriegt, sogar vor der EU, wenn die Verantwortlichen in Hamburg und vor allem in Berlin mitgespielt hätten. Die Firma, die das gemacht hätte, die stand bereit. Sie ist auch hier heute. Sie können nebenan mit der Firma Max Bügel in Kontakt treten. Und verzeihen Sie bitte, dass ich das jetzt erwähne, ich will damit natürlich überhaupt nicht verschweigen, wer uns alles noch unterstützt hier in diesem und welche Firmen hier heute vorhanden sind. Aber ich bin nun mal geprägt, als ich an der Uni war, bin ich mit meinen Studierenden jedes Jahr einmal zu der Teststrecke im Ostfriesland gefahren.
Und ich kann Ihnen sagen, nicht mal die Kühe hat es gestört, wenn da die Bahn vorbeifuhr. Also, technisch ist das alles längst machbar, aber zu häufig würgen wir in Deutschland einen solchen Prozess schon beim ersten Schritt ab. Zu häufig fehlt uns der Mut, Unternehmen einfach mal machen zu lassen und sie dabei nur mit der notwendigen Infrastruktur zu unterstützen. Zu häufig werden lieber neue Regularien geschaffen, als sie abzuschaffen. Und leider fehlt auch manchmal schlicht der Mut, Neues auszuprobieren. Doch das ist kontraproduktiv und bringt uns vor allem nicht weiter. Eine wirtschaftlich tragfähige Mobilitätswende und eine nachhaltige Zukunft der Mobilität wird nur gelingen, wenn ökologische Ideen und ökonomische Ansätze in ganzheitlichen Konzepten erprobt und verbunden werden. Als Handelskammer stehen wir bereit. Wir setzen uns ein für mehr Innovationen und werden diese, wo immer es geht, auch unterstützen. Daher freut es mich sehr, dass dieses Jahr erneut Start-ups bei HE Pioneer ihre Ideen pitchen werden. Ich lade Sie herzlich dazu ein, sich von den jungen Gründern inspirieren zu lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Hamburg macht allerdings auch schon sehr viel. Wir sind, behaupte ich mal, besser als viele andere Standorte in Deutschland. Ein Zeichen dafür ist, dass 2025 und 2027, also nächstes Jahr und 2027, der weltgrößte ÖPNV-Kongress hier in Hamburg stattfinden wird. Es ist eine große Ehre für uns, aber auch eine Bestätigung dafür, dass Hamburg eine Vorreiterrolle bei der Mobilitätswende einnimmt, sie ausbauen will und wir zum Musterbeispiel für andere sein können. Denn gleichzeitig ist Hamburg mit seinem Hafen und dem Flughafen, mit der guten Anbindung an Schiene und Straße, eine Stadt der vielen Möglichkeiten und vor allem auch der Lösung. Alle relevanten Verkehrsträger sind in Hamburg prominent vertreten. Und dies erlaubt es uns auch, Mobilitätskonzepte gesamtheitlich und ganzheitlich zu betrachten und miteinander zu verknüpfen wie in keiner anderen Stadt. So können wir den Güter- und den Personenverkehr neu denken und gemeinsam weiterentwickeln. Denn der Verkehrssektor ist die Basis für unseren Wirtschaftsstandort und damit auch zugleich für unseren Wohlstand. Liebe Gäste, ich möchte Ihnen jetzt unsere diesjährige Moderatorin vorstellen. Anke Hanak, seine renommierte Journalistin mit vielen und Ihnen vielen bekannt vielleicht noch aus ihrer Zeit beim NDR. Mit großer Expertise wird sie in diesem Jahr HE Mobility führen, sie begleiten und die verschiedenen Beiträge und Diskussionen moderieren und lenken. Ich wünsche Ihnen nun allen eine gute, informative Veranstaltung und bedanke mich an dieser Stelle für Ihr großes Interesse, dem Organisationsteam für Ihr Engagement. Und ich bedanke mich bei den Referentinnen und Referenten und den Ausstellern für ihre Beiträge. Herzlichen Dank, liebe Anke, the stage is yours. Herzlichen Dank und dieser Applaus ist deiner, lieber Norbert. Ganz kurz, bevor du gehst, gib uns einen kleinen Einblick in das, was da hinten gerade passiert ist, was wir nicht alle gesehen haben. Was war das Tollste, was du eben ausprobiert und gesehen hast auf der Ausstellerfläche nebenan im Börsensaal? Verrat es uns. Jetzt verpetzt sie mich. Nein, es bleibt ja alles unter uns. Ich bin eben auf eine wunderbare Idee, nämlich einen fahrenden Koffer gestiegen und bin damit hier durch die Halle gefahren. Ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie das auch. Es ist toll. Es ist richtig eine spannende Geschichte und es gibt viele Dinge, die man ausprobieren kann. Ich kann jedem nur empfehlen, greife Sie einfach zu, machen Sie es. Also, viel danke. Spaß und danke. Lieber Norbert Aust, Präsident der Handelskammer Hamburg. Merci.